gebe dir ein Bett. Ob die es brauchen oder nicht, sieht doch optisch süß aus. So ein Scheiß alles, haben wir auch genug. Ja. Guck, bei mir laufen auch voll viele rum. Ich lasse da mal ein paar bei denen spawnen. Später, morgen, irgendwann mal. Ja. Boah, ich habe gerade das Geräusch von meinem Ding gehört, von meinem Kamin. Da dachte ich, da wäre ein Creeper neben mir. Da erschreckt man sich. Ja. Irgendwas fetzt sich hier wieder in der Nähe. Ich bin's diesmal nicht. Hört sich nicht, dass da jemand ein Monster gerade meine Katze wegfetzt, weil das hört sich so angehört. Da ist sie. Süße Mietz. Egal. So, hab keinen Hunger mehr, war gerade futtern. So, mal gucken, was mein Cleanstone macht. Und was die Zombies hier auf meinem Haus machen. Ah, verdammt, da ist schon wieder der nächste Creep auf meinem Haus explodiert. Kurz vor dem eben gerade reparieren gewesen. Boah, ich bin hier 100 Meter tief gefallen, ey. Was hat der hier für ein Loch eingesprengt? Scheiß Creeper. Alter, hat der hier ein Loch gehauen. Ist ja nicht normal. Kackstift. Süß. Süß, die kleine Hütte. Müssen wir noch hier reingehen? So, bevor ich das eine Haus komplett vollstopfe, kümmere ich mich jetzt mal ums nächste Haus. Auf deinem Dach sind Scharfschützen. Ja, die habe ich bezahlt. Pass mal auf. Cleanstone habe ich wo? Habe ich das nicht weggetan, oder? Nee, da. Ich brauche mal noch ein paar Betten, ne? Wenn ich schon hier bei mir im Haus bin. Oh, auf deinem Bett ist ja die ganze Mafia, ey. Spinne, zwei Creeper, zwei Scharfschützen. Hammer. Wir machen dann Volksfest. Die Creeper sind so gefährlich. Vor allem, dass die diesen Flächenschaden machen, das... Ja. Hatten wir anfangs ausgeschaltet, aber... Ist auch langweilig. Gehört auch dazu. Jo. Meine Öfen sind gut am Heizen. Gut, dann bastel ich eben Betten. Also ich habe zwei Betten hier am Start. Das wird auch süß aussehen. Warum ist dein Haus eigentlich so weit weg? Wie, mein Haus ist so weit weg? Von dem Dorfbewohner. Wir wollen da mehrere hinstellen, oder nicht? Okay. Oh, hier ist voll. Komm in mein Haus rein, hier ist voll die Dorfbewohnerparty. Die stehen hier alle vor meiner Tür rum. Das musst du deinen Leuten mal zeigen. Ich komme. Wo denn? Hier vorne reingehst in die Tür. Nachdem die Spinne aufgehört hat, mich zu fressen. So, muss mal gucken. Oh, die chillen hier alle bei dir. Aber warum? Ich sag doch, ich hab das schönste Haus. Ja, das ist doch aus weißem. Boah, ich fand geil, dass du die Wand abgerissen hast. Jetzt hast du ja so einen riesen Durchgang. Das sieht richtig fett aus. Ja.
Das ist eine gute Idee gewesen. Wenn die Dorfbewohner erstmal weg sind, dann kann ich den Raum auch nutzen. Pff, deswegen benutzt du die... Oh, was ein Riesenloch. Kurz vorm Reparieren. Ey, Kammer, das hast du doch noch vorhin noch repariert. Ja. Mies, mies. Das hat der Creeper aber anders gesehen als ich. So, ich krieg eine Doppeltür. Wie, ich mach den ganzen Spaß hier umsonst. Wie den ganzen Spaß umsonst? Ja, dass sie hier nicht einziehen. Normalerweise, wenn ich die, da spawnen lasse, dann nur, geht falls nehm, nur falls immer nehme ich Crazy's Haus und er zieht die ein. Kriegt der mal einen anderen Boden oder? Wie mache ich das jetzt? Was für einen Boden kriegt der? Komm, der kriegt mal Baumstammboden, oder? Wie sieht das aus? Was anderes. Oder? Baumstammboden? Ja. Das ist mal was anderes. Sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus. Sehen nicht alle gleich aussehen, die Dinger. Eine hier wird der zivilisierte von denen sein, der bekommt ein Bücherregal. Wenn die nur wüssten, für wen das ist, gell? Ja. Wissen die Schweine ja nicht zu schätzen. Du mit Blümchen davor. Also die Kleinarbeit, die Details, die mache ich am Schluss. Hier gibt es dafür keine Dachterrasse. Ey, einer ist schon in der Hütte, in der ersten Hütte von mir. Schön. Schön, Jackson. Sauber. Hat er sich schon eingefreundet da. Macht ihm Spaß, hat er gesagt. Finde ich schön. Die zweite Hütte ist ja nun fertig, deswegen kann ja noch keiner hin. Die zweite Hütte kriegt so eine Art Vorgarten. Ja, das reicht. Und jetzt geht er ins zweite Haus, aber ist noch gar nicht fertig, Jackson. Guck's dir den Garten an. Ja, ich mach das ja noch weiter. Ich mach da so Weizen hin, wenn du möchtest. Du bist ja ein Farmer, da kannst du hier ein bisschen farmen. Ja. Er ist ein Farmer. Ich mach dir das. Wie es aussah, dass ich mich mit dem unterhalten habe. Krass. Hier, Jungs. Was blockiert ihr hier? Seid ihr Türsteher oder was? Ich will da rein. Ja, die stehen hier gerade vor meinem Eingang so nach dem Motto, kommst hier nicht rein. Ja, Jungs, ja. Ich hab eine Axt in der Hand, ihr habt gar nichts. Wir können mal gucken, wer hier reinkommt und wer nicht. Danke fürs Bauen, aber jetzt kannst du dich verpissen. Boah, die lassen mich nicht rein. Die Drecksäcke ist auch.
renn nicht einfach durch. Ich glaube, die haben Schaden. So. Hier Fackeln mitnehmen, wichtig, sehr wichtig. Ich habe auch welche dabei. So, mein erstes Haus für die Dorfbewohner ist auch fertig. Oder von außen kommen wir Fackeln vor die Tür. Du bist langsam. Aber dafür ist es schön. Guck mal, es hat ein Blumenbeet vorne dran. Ja, ja. Mein Gott, habe ich hier viele Hunde rumsitzen. Sieht aber süß aus mit den Häusern. Der Holzboden ist aber cool. Sieht cool aus, gell? Boah, vier Monster hier wieder brennen. Stirb, du Sau! Warte mal, ich schmeiß jetzt apropos hier. Da! Was ist das? Danke. Ne, ich hab gar kein Schwert. Ich muss was wegwerfen. Was könnte ich denn wegwerfen dafür? Ach, die Falltür. Kannst du eine Falltür nehmen, die liegt da. Was soll ich damit? Ja, muss ich wegen dir jetzt wegwerfen. Rasenmäher. Jackson will ja keinen Rasen drin haben. So, ist gut, Jackson? Oder willst du dann noch irgendwas haben? Ich kann hier noch so Kürbissamen, aber es sieht scheiße aus, Jackson. Das passt doch schon, was du da hast. So, was willst du denn für eine Decke haben? Erzähl mal, Jackson. Ich kann hier mal ein ganz anderes Dach machen. Gott, was soll ich mit so viel Erde? Weg damit. So, hier hast du deine Werkbank. Willst du mal was Witziges sehen? Was denn? Ein Haufen Spinnen, die anscheinend nicht wissen, wo sie hingehören. Ich habe nämlich hier ein paar Spinnen gefangen. Unbewusst. Okay. Warte, ich komme sofort. Pitbull ist unterwegs. Wo denn? Hier. Du hast dich zugebaut. Komm mal rein. Nice. Geh doch da rein und klatsch die weg. Jackson hat auch geguckt. Hier ist ja so ein... Man sieht dich ja von hier oben. Jackson hat da auch runtergeguckt gerade. Ach, hier ist eine Fackel kaputt. Deswegen ist hier alles voller Viecher. Wahrscheinlich auch ein Creeper gleich mit kaputt gemacht. Ah, Mann. So, jetzt müsste hier wieder genug Licht sein. Das sieht doch richtig nice aus, was wir hier fabrizieren. Das kann man ja noch endlos nach hinten bauen, ey. Aber weißt du, was der Nachteil ist? Die vermehren sich ja. Da hast du irgendwann mal 100 Dorfbewohner hier rumrennen, gell? Ja. Sieht lustig aus, aber wenn es zu viele werden, habe ich ja erzählt, verwandeln die sich in Zombies. Also nehmen wir mal an, es sind 20 Stück. Und dann sagen wir, es sind 21, sind dann auf einmal zu viele. 4 Stück bleiben, damit die sich weiter vermehren können. Und der Rest wird alles... Schreibst du da hin? Der Rest wird alles zu Zombies. Egal, die hauen wir dann alle weg, würde ich sagen. Da steht drauf, welcome to Jacksonville. Jacksonville. Aber unser berühmtesten Einwohner. Harry lebt ja nicht mehr. Alter, der lebt echt nicht mehr, der war so goldig. Als Erwachsener war er hässlich. Nein, sagst du was nicht. Harry, das hat doch nicht so gemeint. Bauen hier schon mal ihr erstes Beet hin. Ach ja, sowas machst du da. Hätte ich dir nicht zugetraut, wenn ich ehrlich bin. Das hat auch meine Mama mir nicht zugetraut. Siehst du? Das ist ein professioneller Hausbauer, Gärtner, Monstervernichter und weiß ich was werde. Architekt, Chemiker, Koch. Nice, gell? Ja, Überlebenskünstler, Fernsehstar. Sie hat immer gesagt, Hendrik, ihr wird niemals werden.
Scheiß, bin auf. Oh, Jackson wird mich töten, wenn ich da was kaputt gemacht hätte. Jetzt guck mich an, Mama, ich baue mir mein eigenes Haus. Ich bin sogar Wohltäter und baue ein Dorf für arme Leute. Oh, ich glaube, heute ist für die Woche der letzte Tag, an dem ich mitspielen kann. Ich merke, wie mein Hals immer dichter wird. Ich glaube, morgen werde ich richtig fett verschleimte, vereiterte, vernarbte Mandeln wieder haben.